Hallo liebe Leute, zu diesem neuen Daisy-Video. Gleich am Anfang, weil euch wahrscheinlich wundert, warum ich jetzt davor auch noch quatsche, bevor ihr euch das Video richtig anguckt. Ich will ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar, wie der Titel euch schon verrät, haben wir später Kontakt mit Hackern. Allgemein haben wir natürlich gerade ganz normal angefangen zu spielen, wie ihr im anfänglichen Verlauf merkt. Und dann irgendwann, als wir dann natürlich wieder alle zusammengetroffen waren, Diablo, Honey und Faelord, und die dann mit mir zusammen in Berenzino einmarschieren wollten. Ja, dann haben wir im Endeffekt ganz schön aufs Maul gekriegt. Aber im späteren Verlauf hat sich halt rausgestellt, wie ihr in dem Video sehen könnt, dass es Hacker waren. Ich habe das Video jetzt einfach mal so weiterlaufen lassen dann und dachte mir, das kann eigentlich ein gutes Infovideo werden an sich. Zumindest für euch und für mich natürlich informativ, was die Hacker nutzen, beziehungsweise wie die Hacker vorgehen, was sie für Möglichkeiten haben, damit ihr auch immer genau wisst, oder nicht genau, damit ihr wisst, wenn das passiert, zum Beispiel, dass er automatisch die Waffe wegsteckt oder sonst irgendwas und ihr könnt ihn nicht mehr ziehen. Es liegt nicht unbedingt an DayZ. Geht eher davon aus, dass es Hacker sind. Ich würde jetzt euch raten, lockt euch irgendwo aus, an der sicheren Posi. Das Dumme ist, die Hacker können sehen, wenn ihr euch ausloggt. Das heißt, die könnten euch dann auch abknallen, wenn sie dazu Bock hätten. Was oft der Fall ist. Das heißt, wenn ihr einmal drauf gelandet seid, ich glaube, dann hat jeder Pech. Ne? Mir ist es oft genug so gegangen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr was mit dem ganzen Material anfangen könnt. Verzeiht mir bitte die ganze Schnippelei. Das ist im Endeffekt über 5 Stunden Material gewesen, was ich jetzt für euch getrimmt habe, um die wichtigsten Punkte gerade auch aus deren Mund für euch zusammenzuflicken. Jetzt ist meine Frage natürlich auch an euch. Wie seht ihr das? Duldet ihr Hacker? Sagt ihr, es gehört jetzt mittlerweile schon irgendwo dazu? Jedes Game hat Hacker? Oder sagt ihr, das ist ein absolutes No-Go? Weg sollen die, was auch immer, sollen sich ihre eigenen Server kaufen? Das wäre zum Beispiel eine Idee, ihre eigenen Server mieten und dann sollen sie dann direkt hinschreiben, auf diesem Server wird gehackt oder was auch immer und dann können sie ja gegenseitig Hacker gegen Hacker spielen, wenn sie das unbedingt so wollen. Sie machen im Endeffekt ja nur das Spielgeschehen von DayZ irgendwo kaputt. Jeder, der im Endeffekt den das natürliche Spielprinzip von DayZ verstanden hat, weiß ganz genau, worum es geht. Und die vernichten das, indem sie im Endeffekt alles zur Verfügung haben, was man eigentlich ja gar nicht zur Verfügung so schnell haben will, weil man sich erkämpfen muss oder ersuchen muss. So, nach meiner etwas längeren Ansprache jetzt, hoffe ich, dass ihr mich so ein bisschen versteht, dass ich dann natürlich ein bisschen Roleplay machen musste, damit ich überhaupt an diese Infos komme. Ne? Wenn ich die natürlich direkt angeschrien hätte, von wegen, ihr scheiß Hacker, wäre ich niemals zu den Infos gekommen. Hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich dort im Endeffekt mir das so angeschaut habe, wie auch immer. Und hoffe, ihr habt viel Spaß an dem Video. Und würde sagen, let's fets. Wo bist du? Direkt an der Straße. Ungefähr 100 vor dir. Ich sehe sie gerade nicht mehr. Da, ich habe sie auch gerade noch gesehen. Ich sehe sie. Hau dich doch mal hin. Lol, disconnect. Du verlierst Verbindung, ja. Das sind jetzt aber knappe 200 bis 100, oder? Ich kann von hier nicht erwirken, ne? Können wir die nicht komplett umlaufen? Stehen die da immer noch? Die stehen da immer noch. Wahrscheinlich könnte ich... Warte mal, ich komm wieder zurück, oder? Ich bin noch hier vorne bei dir. Warte mal, der eine hat eine Waffe auf jeden Fall. Ja, ja. Aber wenn ich jetzt nach hinten ins Waldstück abhau, kann ich doch durchs hintere Waldstück rennen. Mhm. Okay, zwei haben eine Waffe. Also ich könnte die sofort unter Beschuss nehmen. Verändern sie was? Jetzt gehen sie doch auf Boxen. Jetzt boxen sie. Ja, ja. Okay. Hat noch einer eine Waffe in der Hand? Nein. Wo sind sie? Der eine, die laufen jetzt weiter. Ich rück ins Waldstückchen auf. Wohin rennen sie? Nee, die stehen hier noch im Wald. In welchem? In dem ihr da an der Insel wart? Ja, ja. Jetzt auch hier im Wald. Lauf nach hinten wieder auf der Straße.
Oh, hier ist aber dicht. Ich sehe einen. Einer rennt, zwei rennen. Wohin? Nach rechts. Ach, bist Richtung. Du das da im Wald bei denen? Ich hocke da gerade im Wald bei denen, ja. Ja, jetzt rennen sie rechts raus. Ja, nee, die kommen wieder. Die kommen wieder zurück. Ich komme zu dir, oder? Siehst du noch einen draußen rennen? Nein. Irgendwo direkt vor uns. Ja. Könnt natürlich an der Tanne links und rechts rum vorbei und dann sollen wir es wagen? Warte mal. Ich sehe gerade noch zu wenig. Ich will wissen, wo die sind. Ich sehe sie. Lang. Ich sehe sie. Da vorne. Ja, am Felsen oder was? Ich sehe sie da vorne. Warte. Noch weiter vorne. Bin rechts von dir. Geh zum Felsen vor. Ja, ich bin bei der Tanne. Jo, ich hab dich gesehen. Du hast schon wieder labern. Oh. Bin mir nicht sicher, ob sie mich nicht gesehen haben. Hast du geschossen? Ja. Hast du einen erwischt? Einen, ja. Haben die sich selber umgebracht? Mit dem Defibrillator, glaube ich, ja. Leichen checken, ganz schnell. Also Puls. Oh, ja, ja. Was macht er denn hier immer? Strong Puls. Er hier. Warte. Steady Puls. Meine auch. Ich treffe ihn nicht. Warum treffe ich den Penner nicht? Warte mal, lass mal den Helm auf. Der mit dem weißen Motorradhelm. Has a steady but irregular pulse. Tot. Alle tot. Das ist dieses scheiß Zielfernrohr wieder. Was soll ich dir das? Also du, wenn du Waffen haben willst, ne? Hier ist einiges. Geh doch mal in den Busch, Alter, du stehst ja doch auf Freiflächen. Ich hab nichts zu verlieren. Da. Wo muss ich hin? Schon was gesehen? Ja, einer, der geht gerade auf Baustelle hoch. Geht auf die Baustelle hoch? Ja. Okay. Scheiße, hat er mich gesehen? Nee. Kommen wir da ran? Von hinten ja, wenn ihr so läuft wie ich, wenn ihr schön oben bleibt. Also der steht jetzt auf dem. Nicht ganz oben, sondern da, wo die Leiter ist. Der guckt zu mir, guckt zu euch. Wie viel Entfernung ist das von hier bis dahin? Was sagst du, Hanni? Ich hab keine Ahnung. Ach, ich seh ihn. Ja. Geht jetzt ganz hoch. Uff, 300, 400 auf jeden Fall. 300? Ehrlich? Guckt wieder also, nach hinten. Ich sehe ihn nicht ganz oben. Da sind doch zwei. Da ist er, da ist er, da soll ich sehen. Einer liegt ganz rechts. Oder ja, ist der ich werde gleich abgeschossen. Schieß mal, Hass, schieß was du kannst, Junge. Der zielt. Ja, ich weiß, dass er auf mich zielt. Pass auf. Ja. Jetzt guckt er wieder woanders hin. Nein, habe ich nicht. Ich muss Painkiller nehmen. Ist er noch oben? Ja. Ich weiß nicht. Ist er noch? Hinteres Eckchen. Ich sehe ihn. Jetzt rennt er vor.
steckt seine Waffe weg, klettert runter. Den könnte ich doch eigentlich... Unten rennt sein Kollege weg, die rennen Nein, wieder das Richtung bin ich. Hoch. Achso. In das gelbe Häuschen hier rein. Der hat dich gesehen? Ne, hat er nicht. Kommt, läuft die Treppen runter. Erster Stock, läuft ganz runter. Kommt jetzt gleich unten raus. Den nicht. Ich auch nicht mehr. Jetzt ist er draußen. Schleicht vorne Richtung zu dir. Jo, gesehen. Checkt aber nicht, dass du da bist. Rennt zu dir. Er rennt weiter an dir vorbei. Den Bauernhof entlang. Erschießt ihr ihn gerade? Also ich nicht. Kappen. Okay. Sag das nochmal eher, Alter. Vor mir ist ein Zombie. Verstehe ich. Looten bei mir auf dem Feld. Ich bin das. Ja. Ich hab deinen Verband auch noch nicht bekommen. Ach so. Ach, wir bluten beide. Ja. Hier schnell hinterm Busch, hinterm Busch. Jo, ich laufe gleich schon in die Baumgruppe rein und gucke. Hier, komm her, ich schmeiß dir das Ding raus. Da, wo ich stehe. Kann hier oben aber erstmal keinen Spieler ausmachen. Feylord? Hierher kommst du jetzt? Lol, du sitzt bei mir hier. Nee, ich bin weiter vorne jetzt. Beim Busch. Ja, jetzt bin ich vorgerutscht. Lol. Da ist das Ding. Zombie. Was? Was? Nein, du bist gerade wie so ein Zombie gerutscht. Ach so. Hast du es, findest du es nicht? Jetzt hab ich's. Okay. Hock dich doch am besten mal hin. Macht er automatisch. Baumreihe frei. So, wo gehe ich jetzt hin? Als Scharniper. Da unten rennt wer? Ich renn auf den Gleisen. Nee, Nein. nicht auf den Gleisen, an den Tannen unten. Zweie. Mit Waffen. Kommen den kleinen Berg hoch, neben der Police. Jo, check ein, sehe ich. Zweiten auch. Die haben aber beide nicht viel. Der eine hat eine Mose, der eine legt sich hin. Warten da. Auf dem Berg? Jetzt kommen sie runter. Sehe ich sie nicht mehr. Die rennen Richtung... Ah, doch, die kommen Richtung Straße gelaufen. User joined your channel. Hallöchen. Hey, hallo. Seht ihr sie noch? Gleich ab hier. Ich kann sie nicht sehen, weil sie hinter Büschen hocken. Was ist das denn? Ja, deine Freundin hat Geburtstag und du darfst zocken, oder was? Ah ja, ist beschäftigt. Auf welche Höhe? Bahnhof? Nein, dahinter. Viel weiter dahinter. Ich hab einen Zombie direkt neben mir an der Tür, aber der kommt zum Glück nicht rein. Der schreit mir die ganze Zeit ins Ohr. Ich sehe sie. Wo sind sie denn? Die hocken hinten am Berg auf der Freifläche in den Büschen. Jetzt rennen sie Richtung Straße, die Büsche weiter. Überqueren die Straße. In der Containerstadt schießt jemand und die rennen dahin. Nee, jetzt legen sie sich hin. Einer von denen ist zur Mauer. Ist doch Honey, der da schießt. Ja, klar. Ja, einer kommt zu dir, einer steht außen an der Mauer, der Sniper liegt von den draußen. Es kommt einer zu mir? Ja, einer ist reingerannt. Ich bin tot. Ja, das war's für mich.
Der Sniper liegt What? Immer noch an der Straße. Sir, ja. Restart in 5 minutes? Das ist ja geil mit dem Holzscheit hier. Hm. Machen Feuer machen oder was? Nee, voll in Deckung. Ich bin Danke. Tot. Was? Ja. Kommen die von oben runter oder was? Geflogen. Weiß ich nicht. Ich hab eine Kugel abgekriegt, ich bin tot. Ich versah. Hinterm Hofen hockt sich jetzt bei mir hin, der muss von rechts gekommen sein. Höhe Hochhaus und dann rechts eine Büsche. Kraucht hier gerade rum und lootet mich. Höhe Hochhaus und dann in die Büsche. Ja, rechte Seite, da hast du so eine Büsche. Wo sitzt denn? Oh, ein Schuss. Ja, er hat euch gesehen wahrscheinlich. Ein Cheater wahrscheinlich. Ja. Das ist ein Cheater. Drauf? Ja, der hat mich fast links. Ich bin raus. Ich versuche ihn vielleicht wegzulocken hier. Er liegt direkt auf meine Posi. Da sind so 3-4 kleine Bäume. Ich konnte ihn nicht mal sehen, da hat er mich schon gesehen. Wie soll das denn klappen? Er bewegt sich. Ja, ich renne gerade übers Feld runter Richtung Containerstadt vielleicht. Beobachtet er mich ja. Bin ich nämlich hinter Bergen geschützt. Ja. Ich weiß nicht, wie er mich sehen konnte. Er kam von die Seite, wo ich eigentlich direkt der Busch davor ist. Und er hat mir direkt einen Headshot gegeben. Ja, Perencino, dann cheaten sie öfters wieder, ne? Oder wie war die Meldung? Ja. Und nehmen wir im Cheater ich, okay, Bock, Alter. Das lockt dich halt schnell aus. Ja, aber Diablo-Sachen sind dann ja weg. Was? So, ich bin direkt Perencino gespawnt. Ich renn hoch nach Kelm, vielleicht verfolgt er mich ja. Was sagtest du gerade, Hanni? Doch nicht nur in Berenzino. Wo ist ein Schuss? Direkt neben mir. Vielleicht haben die sich gesehen gegenseitig. Soll ich mal von oben kommen und versuchen vielleicht dem einen überzuziehen? Mal, vielleicht liegen meine Sachen noch da, wenn er jetzt mit euch beschäftigt ist. Vielleicht kann ich mein Zeug wieder nehmen. Bin ja direkt bei der Police gleich. Direkt neben mir feuert einer. Schuss. Das könnte er sein. Er könnte sich nach oben verschoben haben. Oh, Headshot tot. Der ist ein bisschen höher als du, rechts oben in den kleinen Büschen drin. Oh, hat's mich geschockt, Alter. Oh, ich sterb da jetzt auch direkt, Junge. Fick dich doch. Vor allem, wie trifft der denn und immer so präzise? Ich hör den auch. Ich hör den auch nicht nachladen. Naja. Der hat mich noch nicht mal richtig gesehen und hat mir einen Schuss gegeben. Ach scheiße, ob ich renne jetzt zu dir. Ja, wenn er von oben auch noch wer runtergeballert hat, dann wurde er vielleicht von denen abgelenkt. Und hat dich deswegen jetzt in Ruhe gelassen. Keine Ahnung.
Es war ihm wahrscheinlich nur zu riskant, da in das Haus reinzugehen. Da in diese große Scheune oder was? Ja. Okay, da renne ich jetzt hin. Knöpfel ein. So, ich gehe vom Fernseher. Jo, macht's jo. Gut. Tschüss. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist jetzt hier so schnell wie möglich wieder irgendwelche Moon zu kriegen und mich ein bisschen auszurüsten. Solange wie der Server noch frisch ist. Honey, wo bist du eigentlich? Unter Polana. Unter Gorka und unter Berenzino und überall da, keine Ahnung. Dein Kackdorf. Aber du hattest nicht gerade einen Militärhelm auf, oder? Batzen, ja. Und du warst ein Bambi in dem blauen Oberteil. Nee, ich komme jetzt rein in die Scheune. Okay. Falsche Scheune, wie scheint. Ja. Welche Scheune denn? Ja, direkt, wenn du rechts lang runtergelaufen bist. Neben den Neubauten, das ist so ein Stall gewesen. Ja, in dem Stall, neben den Neubauten. Bin ich doch oder nicht? Zombies habe ich hier ohne Ende. Ach, da, den. Ach, das meinst du. Okay. Ah, Zombies höre ich schon mal. Ja, genau. Ja! Ihr Spacken, Alter, ehrlich. Ja. Ja, jetzt ist mein Long Range Scope Damage. So. Ich hab da mal 20 Schuss hingelegt. Packen Reis. Was zu trinken. Bitte. Oh. Bei Essen hätte ich, ich brauch nur das, was die Büchsen auf sind. Achso. Ja, dann gib mir die Büchsen her. Ich hab aber bloß eine Axt. Ich bin tot. Das ist nicht sein Ernst, Junge. Von wo denn? Weiß ich nicht. Wieder Headshot oder was? Ja, ein Schuss tot. Hey, keep calm. Der so ein schmales Fenster geschossen hat, ich weiß es nicht. Wird wohl der gleiche Wichser gewesen sein. Was ein Cheater, ey. Du hörst den nicht mehr anlaufen. Der stand doch draußen, oder nicht? Ja. Du hörst den nicht kommen. Kann doch nur durch ein schmales Seitenfenster in die Ballert haben. Woher will er wissen, dass wir da drinnen sind? Das verraten wir mal bitte. Ich bin tot. Das kannst du vergessen. Wo will der denn reingeballert haben? Server auch manchmal ein bisschen laggt. Keine Ahnung, was soll ich das wissen, als ob ich den kenne. Wir sind da random drauf gejoint. Nee, ich meine gerade bei euch. So. Ich will nicht mit dir reden, Mann, renn weiter. Wieso willst du nicht mit mir reden? Bist du bockig? Was? Ja, guck dir an, den Typen da links schon wieder.
Schwachmatenkinder, die nichts anderes können, als Bambis zu erschießen hier. Ich wurde overdickelt. Ja, egal auf welche Server du gehst, ist immer dasselbe hier. Du bist ja irgendwann gefrustet, so ist das nun mal. Und ich renne einfach bloß doof weiter, weil ich ja nicht weiß, ob du denn zu denen gehörst, weißt du? Der wäre ganz schön blöde, wo sitzt denn hier einer? Der war, ist gerade hinter dir gewesen. Der ist gerade hinter dir gewesen eben. Was? Der war gerade... Wir sind da gerade an so ein paar Büschen lang gerannt. Und da saß der. Die campen hier schon die ganze Zeit total. Ganz komisch. Die erschießen einen komischerweise auch durch Wände. Das ist sehr eigenartig gerade schon wieder, was hier passiert. So, liegt meine Leiche hier noch irgendwo? Nö, weg. War ja klar. Ich glaube, ich hört mich aber wieder vom Fernseher oder von meinem Laptop hauen und irgendeine kleine Scheiße spielen. Ja, kannst du machen. Ich werde auch nicht mehr alt hier. No, jetzt finde ich hier eine Mosin, eine SKS und eine andere Scheiße. So, wo rennt der Zombie da jetzt hin? Zu uns? Irgendwo rennt er hin, ne? Du hast den Typen, der auf dich geschossen hat, nicht gesehen? Oder auf uns? Der war nicht weit von dir in einem Busch drinne. Na, ich bin da gerade einfach den Berg runtergerannt. Auf mich hatte so weiter keiner geschossen, also bin ich einfach weitergerannt. Jo, das überleckt auch. Ja, als ich an dir vorbeigerannt bin, habe ich nämlich dich gesehen und links davon kam einer aus dem Busch raus und hat angelegt. Und deswegen dachte ich, ihr wollt mich jetzt bloß aufhalten, um mich dann gleich abzuknallen. Na warte, vielleicht ist er noch da. Ich habe ja nichts zu verlieren. Guck ich mir den Rotzebengel nochmal an. Ne? So, wo kommen jetzt schon wieder die Schüsse her hier? Hier steht einer vor dem Block. Mein Block. Los, komm, wir können runter. Hinter dir. Und da ist auch noch einer. Ah, das ist der mit dem Burlap-Sack, der nie schießt. Ne, der mit dem Burlap-Sack schießt. Der andere hat die Mausern auf dem Rücken und tötet anscheinend nur mit da. So, mal sehen, wie lange es dauert. Pass auf die mit der Axt auf. Wir sind zu zweit. Kennst du den nicht? Der mit der Axt. Den nicht erschießen, oder dazu? Der mit der Axt gerade, der soll die Leute hier erschießen. Der kann komischerweise durch den Burlap-Sack schießen. Wie jetzt durch den Burlap-Sack schießen? Wie soll das funktionieren? Na, irgendwie wird's so gehen. Sei entspannt, ich kenn die Jungs. Dachte ich mir doch gerade, aber ich... Was schießt hier denn blöd in der Walachei rum, sag mal? Wir schießen auf Tommys. Auf Tommys? Ist da eine Apokalypse oder nicht? Weißt du von vornherein nicht, ob ich Tommy bin oder nicht? Weiß wahrscheinlich nicht mehr, was ein Tommy ist. Du sahst infiziert aus. Infiziert, wenn, dann sehe ich aus wie so ein kleiner Fidschi-Junge, aber nicht wie ein Tommy. Hätten wir gewollt, dass du stirbst, dann hätten wir dich auch getroffen. Ja. Das glaube ich wohl auch. Warum hast du einen Burlap-Sack auf dem Kopf? Weil wir früher die Burlap-Sack-Gang waren. Ach was? Das sieht aus, oder nicht? Die Burlap-Sack-Gang. Okay. Ja, sehr schneidig, vor allem mit dem Sabberlatz, der unten raushängt.
Hier. Frag mal, wie was sehen wir mit Burlapsack? Warte mal. Warte mal kurz. Ich hab schon gehört, da gibt's einen Trick im Internet irgendwo, wie man da durchsehen kann. Hat einer von euch mich da oben im Hochhaus abgeschranzt eben? Ungefähr vor 5 Minuten? Ja, ich weiß. Wer? Mit dem Grasschuppen. Naja, oder nee, ich will das wissen, ob ihr die seid jetzt hier oder ob da noch wer anders war. Ja, wir waren. Ja, war ich nach uns. Brauchst du jetzt Sachen oder nicht? Ja, klar. Ja, warte. Gib mir mal schnell irgendeine Waffe, ich hol dir mal was. Was macht der jetzt? Geht mal bitte ein Hochhaus, ich hol mal dran. Ihr standet hier auch gerade so sicher auf der Freifläche, habt ihr kein Schiss, dass euch hier irgendwer abknallt von irgendeiner super Sniper-Posi schon wieder? Nee, weil er sehen kann, dass da keiner liegt. Charaktere eh resettet, von daher ist es total egal. Ja, bis Mittwoch ist noch eine Weile hin. Nee, ich spiele bloß noch heute Abend und dann nehme ich das schaffe ich von der Arbeit ja nicht. Ach so, na dann ist auch doof. Hast du wohl recht. Oh. Naja, aber wenn das so ist, dann kannst du mir deinen Kram geben jetzt. Ich nehme ihn dir gerne ab. Nee, warte mal, du kriegst den. Bin ich jetzt VIP? Ist das Service hier? Ja, da sind nämlich gerade welche aus Richtung Stadtleuertieren überhaupt. Bummy Man, komm mal her. Gib dir das mal auf hier. Habt ihr was mitgebracht? Danke. Du hast nicht in-game danke gesprochen. Der ist mir auch gerade aufgefallen. Hast du dir jetzt meinen kaputten Boonie-Head aufgesetzt? Der ist pristine, Mann. Oh, ehrlich? Meiner war ruiniert. Ja. Das ist ein Mosin-Schuss da drin. Oh Gott, der Mosin-Schütze freut sich. Sollen wir das jetzt auch nehmen? Nee, Quatsch. Was sagen? Kannst du gerne haben, wenn du möchtest. Dafür bräuchte ich ja eine 90er Stacks? Bei mir sind das alles 20. Die haben wir irgendwo gefunden. Okay. Musst du splitten oder so. Behaltet die Stacks nicht als 45er oder so, macht die clean, dann kann, also ihr müsst unter 20 kommen, ansonsten könnt ihr dafür gebannt werden. Bitte. Kennt ihr hier den Bug schon? Steckt mal eure Waffen weg. Jetzt rennen wir hier doof gegen die Wand. immer so ein bisschen schräg gegen die Wand hinrennen. Ich bin halb drin! Hinhocken und weiterlaufen. Oh lol. Wie
Oh Mann. Das ist ja wie am Airfield mit den Räumen, ne? Ah, jetzt hinhocken. Jetzt hinhocken und dann weiterlaufen. Oder so. Oh cool, hier liegt ja sogar was. Wieder was dazu gelernt, hä? Ja, nice ist es schon. Aber rausschießen oder so geht hier nicht. Oh, da ist ein... Hallöchen! Hey, hey, hey. Hab die Kleintiere zu verkaufen. Wie die kleinen Tiere bei Mami. Alle nach vorrutschen. Ah, liegen vor der Tür. Das liegt vor der Tür. Beste. Meine ist ruiniert. Die haben die voll zerballert. Die ist nicht zerballert, zieh die mal an. Angezogen und pristine. Kann ich mir den Sack jetzt auch drüber ziehen und was sehen? Ja, kannst du drüber ziehen, auslangen und einen. Na, das wirkt aber nicht so ganz koscher, was hier gerade passiert. Nicht überlegen, einfach nur hinnehmen, bitte. Wunderbar. Wenn die wüssten, dass ich aufnehme, ne? Ich nehme schon die ganze Zeit auf. Ja, wenn sie schon so sagen, dann ist es ja klar, dass sie was anhaben. Aber erst bestehen sie drauf, es nicht zu sagen und jetzt verstehe, hätten sie es auch gleich sagen können. Ich setz mir den Scheiß jetzt auf. Was kommt jetzt als nächstes? Der Panzerfaust. Was hat er gesagt? Der kann uns ein paar Granaten geben. Oh, die gehen auch. Was ist denn? Was liegt denn hier alles? Mein kaputtes Zeug. Ach so. Hier liegt eine pristine Wäsche, Alter. Die Mosin, die muss nicht nachladen. Die hat so geschossen wie eine SKS. So, peng, 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 peng. Ah, dachte ich mir. Ja. Das ist alles normal, oder was? Was ist mit dem Einloggen? Wo du gerade wiedergekommen bist, ist die Tanke explodiert. Ja. Ja. LOL. LOL. Hat einer eine Flashback. Geiler Flashback. Flashback. Ich hab doch einen Burlap-Sack auf, Mann. Wie kann ich das sehen? Alter. Ich dachte grad scheiße, was haben die jetzt da rumgehackt? Scheiße, das hab ich ingame gesagt. Oh mein Gott, ey. Jetzt erschießen sie mich gleich. Ich hätte das noch gar nicht. Ich bin letztens mit 37 Handgranaten rumgerannt. Auch nicht schlecht. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen, Gott sei Dank habe ich es nicht. Warte mal. Aber das benutzt ihr doch nicht anderen Spielern gegenüber, oder? Was? Flashbang? Nein, na alles, was ihr so jetzt gerade habt, was euch einen Vorteil verschafft. Das holen wir ja von anderen Spielern, das ist halt schlimm. Also die Flashbang nutzen wir vorher erstmal nicht, weil wir nicht wissen, was die für eine Reichweite haben. Wir wurden damals schon irgendwie schlecht geblendet. Ja, zu den Handgranaten müssen wir uns noch austüfteln, wie, wann, wo die explodieren, zeitmäßig. Ja, frag doch mal, wie die Alte so schießen kann, ohne nachzuladen mit der Weil Hose. Unser netter Kollege da drüben, der wirft die... Ah, das hat scheiße, wo es so angehört, weil der Server lag, genau.
Genau du. Du hier mit der Ding, mit der Mosin, wie hast du das gemacht? Gibt's hier sowas wie ein Reload-Bug für die Mosin? Du hast gerade vorhin so hintereinander geschossen wie mit der SKS. Naja, ist ein Reload-Bug. Klappt nicht immer. Ja, die Verarsche hört man schon in der Stimme, also ehrlich, ihr. Ja. Alter Schwede. Nett. Aber nachladen muss er trotzdem. Alter, die bringen uns hier die ganze Zeit Klamotten, ne? Alter, ich habe 6 Granaten in meiner Tasche. Echt? So. Und, habt ihr irgendeinen Tag vor den Namen und so weiter? Wenn, und für den ganzen Kram? Ich meine, wenn wir in Zukunft mal auf einem Server sind und euch sehen, dann weiß ich ganz genau, dass ich gleich wieder runtergehen kann, weil da eh keine Chance gegen hast. Warum das? Ja, nur habt euch mal nicht. Auch wir sind sterblich. Ja, wenn man denn an dem Mosin-Schützen vorbeikommt, der im Endeffekt nicht nachladen muss, dem Typen, der 3000 Dinger in Folge rausknallen kann mit der SKS und die 50 Handgranaten, die dann noch von oben runter geschmissen werden, also. Aber die Aufzählung war die beste, die ich bis jetzt gehört habe hier in dem ganzen Game. Ganz ehrlich. Ist das wahr? Wir sollen dir mal verraten, wie die das machen mit der Mosin. Das ist ein Hack. Ah, das ist ein Hack. Das ist ein Hack. Kann man bestimmt. Mach mal die Schippe weg. Willst du wohl mal suchen oder was? Setz die Schippe weg. Also das heißt nicht immer, dass du mit denselben Namen drauf bist, aber meistens sind was. Kann immer passieren, dass wir Namen ändern. Okay. Und wenn wir dann ändern, dann kommen wir vorbei und sagen uns. Die Granaten, die müssen sich doch irgendwie doppelt haben, die oder? Das ist schlimmer als die ganzen Russen, die hier rumrennen. Ja, das ist. Ja, sowieso. Das Coolste ist dann immer auch, Leute. Wenn sie dann runterkommen und dann fragen sie noch gebrochen, ob man denn Russe sei. Auf Englisch oder was. Und dann sagst du, wenn du Nein sagst, hast du schon verloren. Wenn du Ja sagst, hast du ein Problem. Es sei denn, bitte, ich hast Russisch. Was? Ist doch bei den Engländern so. Wenn du da sagst, du bist ein Deutscher, schießen sie dir. Seid mal kurz für 1-2 Minuten leise, da kommst du gerade in der Hell ran. Wie willst du dich denn gegen so einen Scheiß noch schützen, Alter? Gar nicht. Das hast keine Chance. Guck mal, der ist wahrscheinlich Ortsanfang und kommt jetzt hierher und dann. Ja. Die sehen den. Nee, da ist er, da ist er. Ey, bleib leise, ich hab Kinder. So. Und ihr seht also auch, wenn jemand sich hier dem Bereich nähert, ja? Ja, kann man so sagen. Nee, kann man so sagen. Sprich doch einfach Tacheles, Mann. Ja, ist doch wahr. Den fängst du an zu piepen. Ab 1000 Meter ist man sichtbar. Oh lol. 8000 Meter. Also wir sehen euch schon relativ früh. Jetzt weißt du, warum Diabolo in seinem Busch gestorben ist. Ja. Aber es ist aber nicht die feine Englische, oder? Ab was? Ab Mittwoch. Wird jetzt sowieso alles anders. Warum? Na, weil wir erstens alle resettet werden und zweitens, ob wir dann noch dich nach 1000 Meter sehen, ist die andere Frage. Da müssen wir abwarten. Müssen wir mal gucken, ob die Hexer mitziehen zeitgleich oder was? Sozusagen. Seht ihr auch, welche Waffen die haben und so? Genau. Ja. Ja. Wovon macht ihr das eigentlich abhängig, ob ihr jemanden einfach so niedermäht oder nicht? Einfach auf Bockphase oder?
Also wenn wir gar keine Waffen haben oder so, dann schießen wir einfach erstmal auf jeden. Also? Und wenn wir Klamotten haben, dann ja, sind wir eigentlich sehr freundlich. Wenn ihr Klamotten habt, ich meine, kurz einloggen, 5 Minuten hier hin und her springen und dann habt ihr doch den Kram, oder nicht? So wie ich das jetzt gerade mitkriege hier. Ja, wir haben vorhin gerade angefangen, wo ihr kamt. Na, oh, ist halt herrlich. Was hat der gemeint? Wie kommt's auf den Server? Ist das nicht euer? Ihr seid zufällig hierher gekommen, oder? Bin zufällig hierher. Du willst gar nicht wissen, wie lang ich die ganze Scheiße, die da flöten gegangen ist, bei zusammengesucht habe. Ja, ich kenne das, weil ich muss auch noch selber suchen. Ich hab auch keine Hacks. Ja, ich werde auch keine benutzen, weil ich, das, ne, Daisy ist nun mal Daisy. Du machst das ja gerade, damit du suchen musst. Ansonsten kannst du ja Battlefield spielen. Da startest du ja auch direkt mit allem, was du brauchst. Ja, aber momentan ist es, finde ich, mit dem Hacks generell ganz schön extrem geworden. Weil bei mir kamen letztens irgendwelche, weiß ich nicht, 10-Jährigen an oder so. Haben mir aus 30 Meter Entfernung tot geboxt und haben mir dann erzählt, damit sie meine Mutter ficken. Also ich weiß nicht. Könnt ihr, als wenn mit eurem, was ihr benutzt, ein Hackprogramm oder was auch immer, sehen, wenn ein anderer Hacker mit dabei ist? Oder ihr seht dann wahrscheinlich bloß das, was er macht, oder? Wenn er jetzt sich irgendwie außer der Reihe verhält, wie jeder andere reguläre Spieler. Ja, genau, was er macht, sehen wir nicht, aber wir sehen, dass er sich halt anders verhält. Also ihr müsstet den dann schon explizit beobachten, ja? Waffentechnisch? Also ihr müsst euch den Kram immer von anderen Leuten besorgen, oder was? Oder generieren... Nein, das liegt irgendwo rum. Das liegt irgendwo rum. Okay, dann müsst ihr aber hinrennen, oder nicht? Oder macht ihr den Überschall an? Achso. Also, wir können Überschall anmachen, wir können dran ziehen, wir können alles machen. Ach du Heilige. Können sie ja fliegen, verdammte Scheiße. Ja, die sind über der Map da rumhantieren. Na gut, das habe ich schon mal auf YouTube gesehen, glaube ich. Ihr könnt echt fliegen? Ja. Auch wenn wir keinen Red Bull trinken, ne? Also wir brauchen von hier bis zum Nordwestapfel vielleicht 3 Minuten, wenn überhaupt. Alter. Warte mal, ich nehme mir mal die M4 weg. Da, mach mal. Ich nehme euch die Waffen auch weg, aufpassen jetzt. Die mir auch, ja. Ja, ja. Kann ich boxen? Muss er. Den Fight gewinne ich, wenn ich boxen kann. Das krieg ich hin. Wo ist er? Da kann sie Seht ihr noch, ob der noch im Glitchraum ist? Ja, der ist noch runter, aber da kann sie eine Waffe nicht aufheben. Wohl? Er schießt dabei, ne? Ja, ja, er kann schießen, wenn er die Waffe kurz in die Hand nimmt. Lol, Mann, er trifft mich auch noch, ey. Alter. Warten. Kann die Waffe noch nicht in der Hand nehmen. Jetzt verstehe ich das auch alles langsam. Was denn? Da waren auch Hacker auf dem Server. Ich glaube, ich spinne. Ja, ich habe mich damals immer, ich denke, was ist das für ein buggy Spiel, das andere und die Waffe wieder wegpackt. Du kannst die dann auf einem bestimmten Radius nicht mehr ziehen, oder ich habe letztens einen gehabt, der kann dir, wie gesagt, du siehst den ganz weit wegstehen und du siehst so, dass der boxt, aber der trifft dich. Also, das ist krass. Das gibt auch, wir sehen viele verschiedene Hacksets mittlerweile.